below antenna. The weather is pleasant even though it's winter, and the ducks have to paddle to keep the water, water, and their minds off the cold. You told me that there is no such thing as bad weather. It's not the winter that is freezing, but the jacket that is thin. You told me that the apple doesn't pop up from the tree, and I wish I had your eyes because they are so very pretty. Ich heiße Josefa und manchmal auch Susi Asado und lebe hier seit einiger Zeit in Neukölln und mache Musik. Meine Musik ist sehr wortgefüllte Lieder, die liebevoll arrangiert sind mit den Mitteln, die wir haben. Da ist Marco, der spielt Geige, und Jason, der spielt Percussion. Und dann gibt es noch Tommy, der ist manchmal auch dabei. Der spielt E-Gitarre und Bass. Und ich spiele klassische Gitarre und Ukulele. Und wir singen alle und treten so in verschiedensten Konstellationen auf. Also manchmal haben wir weniger Mittel, manchmal mehr. Und genau, da sind halt so Geschichten mit ganz vielen Worten, die wir singen. Die Themen sind Geografie, das Leben zwischen Ländern, Geschichten, Familiengeschichten, Grenzüberschreiten, die Begegnung mit der Grenzpolizei, Tee trinken, spazieren gehen, was es bedeutet, eine Lady zu sein oder keine Lady zu sein. Da ist noch einiges mehr, aber es fällt mir so spontan nicht ein. Es geht um kleine Plastikfiguren und um Tintenlumpen, Hände. Ja. Und halt vor allem um Susi Asado. Ja. Klar, obwohl ich jetzt als Susi Asado schon eher etwas als an was andocken, an was Fiktives sehe. Aber da ist natürlich auch ganz viel persönliche Geschichten, die aber nicht unbedingt immer aus meiner Perspektive erzählt sind. Und deswegen ist es, also kann man jetzt nicht einfach sagen, wenn man sich das jetzt alles anguckt, würde man mich irgendwie verstehen oder so. Also das nicht. Oder, aber es ist natürlich irgendwo ein Schlüssel. I walk into the store looking for something suitable for an elegant woman like you. I looked around, I found this and that, but nothing that could match the tricks you got up your sleeve. You make water boil on a cold plate, and you wear a tiger suit that could scare a lion out of his pants. You know everything as if you had antenna on every rooftop, high-rise, car, train, elevator, airplane. Wow, das ist gar nicht so eine einfache Frage. Ich weiß gar nicht warum. Was bedeutet Musik für mich? In den letzten Jahren bedeutet es vor allem Gemeinschaft für mich und Zusammensein mit Freunden und vor allem viel Live-Musik. Ich bin großer Fan von Konzerten und von sich gegeneinander Lieder vorsingen, vorspielen, also Musik sozusagen im Moment zu erleben, ist mir sehr wichtig und das halt mit Freunden zu teilen. Und für meine Arbeit ist Musik ein Transportmittel oder sozusagen, ja, der Zug oder das Flugzeug. Genau, Flugzeug. Flugzeuge sind ein großes Thema. Ja. Da ist Jeffrey Lewis, Ching Chong Song, sind ein großer Einfluss. Na klar, meine Freunde, Sipsy and the Silhouettes und Space Rainbows, Horomi. Da sind ganz viele. Ich bin sehr beeinflussbar.
Also das Ereignis, was mich dazu gebracht hat, Lieder zu schreiben, war mein Bruder. Also der hat mich gefragt, ob ich mit ihm einen Auftritt machen würde. Das war im King Kong Club in Mitte und das war relativ spontan und wir haben dann einfach so uns was zusammengebastelt und das war ein ganz toller Abend und es war für mich so ein Schlüsselmoment, der den Gedanken ausgelöst hat. Klar, das könnte man auch noch machen. Und ich habe halt immer viel Lyrik geschrieben und Texte und die sind aber auch, die waren auch nicht irgendwo richtig angedockt oder hatten auch keinen richtigen Ort und plötzlich haben die einen Ort in Liedern gefunden. Und dann war für mich auch sehr schnell klar, dass es ein gutes Transportmittel ist für Inhalte und viel Spaß macht. Sweet, 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 sweet tea. Susi Asado. I hope you like this, 'cause I could not find the proper present at the store. I hope you like this, 'cause I could not find the proper present at the store. At the store, at the store, at the store, at the store. Hello, antenna, the weather is pleasant even though it's winter and the ducks have to paddle to keep the water, water, and their minds off the cold. You told me that there is no such thing as bad weather. It's not the winter that is freezing, but the